Okay. Brr. Ja, extra EP nehme ich mit. Komm. Weg mit dir, Pichu. Okay, Puti kann bisher Pichus One-Hit killen. Das finde ich sehr gut. Würde mich wundern, wenn nicht. Gut. So. Erst wenn er dich von der Pummeluftplage One-Shotted rettet, dann ist alles gut. Ich will nie wieder irgendeinem Pokémon begegnen, das irgendwie Hypnose, Gesang oder sonst was kann. Bah. Der Anfang ist richtig schwer. Motapel, okay. Motapel, das sagt mir irgendwas, aber ich weiß nicht mehr, wie es aussieht. Ist aus dem Käfer. Ha. Okay. Wo bist du da eigentlich? Ich kämpfe noch gegen die Trainer mit den vier Pokémon. Ach so, okay. Ich bin auf dem Weg zu der nächsten Trainerin, die über der einen da steht. Let's go. Hey du, ich habe einen hübschen Orden. Okay. Ist der dein Orden? Breeder Marilyn, ein Gekabor. Okay, das ist noch gar nichts. Sie hat zum Glück nur ein Pokémon, die dann noch übrig ist. So, Konfusion. Ist halt immer die Frage, was sie bei mir hat. Okay, Funks. Let's go. Ich habe einen hübschen Orden, ja, schön für dich. Ja, ja. Bitte lass sie keinen Regi oder sowas haben. Ich will das nicht. Ah, Visionier, okay. Okay, das ist okay. Das so, ist Gekabor okay. Ist dead. Back up again. 1100. 1100? 1100? 111, was sag ich da? 1100, genau. Gott. So, let's see what this is. Ein Machtband, was ist das denn? Ich kenne mich mit den meisten Items nicht mal mehr aus. Ein Item zum Tragen erhöht die Levelaufstieg, die Spezialverteidigung senkt aber die Initiative. Ich glaube, das ist etwas, was ich Toxel geben möchte, weil Toxel sowieso nicht so schnell ist. Oder warte mal, vielleicht... Muss man mal kurz gucken, Bericht. Ist alles, ist auf den Gedanken. Okay, nee, dann passt das, ja doch. Ich wünschte sie... So, dann gehe ich noch nach oben und hole das zweite Item, sofern mich kein Pokémon dabei stören möchte. Ein Pichu. Schon wieder. So ein kleines Kackvieh. Mein Gott. Früher waren es die Pummeloff und so weiter, jetzt ja. Sind es die Pichus. Ja, es ist okay. Das erinnert mich immer an meinen Pokémon-Channel-Let's Play. Mit den Pichu-Brüdern. Ich kann nicht anders. Klaus Kinski. Oh, Puti hat Scanner gelernt. Klaus auftaucht. Bin gespannt. Okay, was ist das für ein Item? Eine Wildbierbeere. Lass mich raten, sie bringt mir gar nichts. So, was ma... als Item bewirkt die Beere die Selbstheilung eines Pokémon von Frost. Das ist nicht schlecht. Aber wann begegne ich schon mal einem Eis-Pokémon? The sky is the limit. Also, du könntest in der Arena ein Eis-Pokémon begegnen. Oh mein Gott, Patz, ich hätte einen Plinfer haben können. Oh. Das wäre richtig nice. Ja gut, Plinfer. Sorry, aber du wirst konfusioniert. Was auch immer. Ja, ich weiß, du hast verloren. Lalala. Ich hab verloren. Natürlich, ich habe ins Gras sofort Pokémon. Was hätte ich denn sonst noch hier kriegen können? Oh, Nebulak. Nebulak cool gewesen. Ist nice. Das wäre echt geil gewesen für die Regis. Ja. Ist Explosion Normalangriff? Ja. Ah, gut, ja dann, super. Es sei denn, die Regis haben irgendwie sowas wie Gesichte oder Schnüffler oder so. Ja, das ist... Was haben meistens eigentlich nur Normal-Pokémon? Ja, das ergibt auch Sinn, dass die das haben. Yes. Aber gut. Okay, ich würde einmal schnell ins Pokémon-Center zurückkehren. Ja, ich bin auch gerade wieder da. Einfach nur, um sicher zu sein. Kraftwurzel? Oh, was macht das nochmal? Ich denke, ich tausche mal Toxel und Puti miteinander aus, weil Toxel braucht jetzt mal wieder. Führt die KP eines Pokémon 200 Punkte auf. Ah, ach ja, das war das. Nerv mich nicht, ihr Pokémon. Oh, ein Raichu. So. Oh nein, Kinski, back from the grave. Oh nein. Du wirst weiterentwickelt.
Oh nein, er hat so heftig geschrien, dass er sich entwickelt hat. Und Elekid, geil. Elekid ist guter Gegner für Toxe. Weil Blitz ist scheißegal. Pulverschnee-Action. Stell dir mal vor, du kriegst ja den wirklich jetzt so die Babyform deines Pokémons von Mark Brandt. Das ist Mark B. Ja, Mark B. So, oh, ich mag Toxel eigentlich ziemlich, weil es einfach immer Pokémon einfriert mit Pulverschnee. Ist echt gut. Müsst mal was checken. Ich brauche für Toxel unbedingt eine Wasserattacke. Ja, wäre gar nicht schlecht. Kann ich eigentlich, wie viel kann ich? Ich glaube, ich habe auch nachgeguckt bezüglich ein Tentoxas lernt Blubstrahl ab Level 18 oder 20 oder so. Okay, also das Orb hat mir erstmal 5000 Poké-Dollar gegeben, das ist gut. Okay, bist du ready für die Höhle? Naja, ich bin auch gerade im Shop, ich möchte ein bisschen... Alles klar, ich werd schon mal in die Höhle gehen und mal sehen, was ich begegnen werde. So. Oh, ein Igelnagel, neuer Pocket und ein eher ungelenk wirkender Reisender. Du bist doch nicht so lange Trainer, oder? Aber das ist nicht schlimm, du bist schließlich ein Freund der Pokémon und da verschenke ich dir diese versteckte geile Scheiße. Ja, Zertrümmerer, ja, wir können Dinge kaputt machen. Ich werde dich nicht vorlesen. Nö, geh weg. Ja. So, dann wollen wir ein neues Pokémon. Mal sehen, was du bist. Ein Jan Mega, das ist nice. So, dann werde ich mal schauen, ob es Pulversch. Oh oh. Was? Ich bin gerade ins Dings gegangen, was begegne ich da? Oh, fucking Tobutz! Lecce. Nice. Geil. Ja, so war das bei mir auch mit. Bitte nicht töten! Okay, puh. Geil. Warte, das werde ich mal kurz umbringen. Es gibt bestimmt nice Erfahrungspunkte. Oh, nicht doppelt. Okay, ist jetzt Erholung ein. How dare you sleep? Okay. Komm schon, ich will da nur. Ich werde jetzt mal Pokéballs werfen. Jan Mega, sei mein. Come on. Nein, die Musik slappt halt eben gut. Yes, ich hab einen Jan Mega. Okay. Nice. Okay, ist ja eben nur die Frage. Ja, bitte. Ja. Hol deins. Aber zuerst muss ich mal dieses Tobots hier. Ja, macht es immer Erholung. Was ist das denn wert? Ich meine, die Kraft seines Kiefers ist unglaublich. Das kann da aus dem Flug fuck heraus you. Beißen. Nein. Bevor ich mir hier ein fucking Battle mit einem fucking. Okay. Ja, hier, gib mir. Ja, ich weiß, bin ich so lange Reda, bla bla bla. Gib mir fucking Zertrümmerer und aus. Nimm aus. Ja, blablabla. Ja, du stört mich aber nicht! Ich bin auch ein neues Poki! Okay, was ist es? Ich warte auf dich im Spitznamen-Screen. Owei. Ein Owei? Okay, wenn du es fangen solltest, wie sollen wir es nennen? Omega. Omega, oh ja, Omega finde ich geil. In dem Omega. Ja, ich hoffe, halt ich jetzt nur. So. Eine Hypnose! Stop it! So, ich habe Jan Mega. Ich bin glücklich. Ich hoffe, ich werde es verwenden dürfen. Patze, bitte. Sei lieb zu mir. Okay, prügelt sich gerne. Also Angriff hoch. Oh. Aufwertung steigert weniger effektive Attacken. Oh, das ist nice. Es kann nur Tackle, Gesicht, Ruckzuckhieb und Doppelteam. Okay. Ja gut, es kloppt halt gerne. Aufruhr. Initiative ist auch hoch. Okay, ich glaube, ich werde dann mal zurückgehen und hoffen, dass nichts mir begegnet. Danke. So, okay, dann Klammerung. So, dann ist jetzt gelb. Das sollte es reichen. Ich sollte es einfach mal an. Noch ein Pichu. Ah, nein. So, Ja, du hast deinen Jan Mega. Ich hab mein Owei. Geil. Ich hab meinen Jan Mega. Du brauchst aber dann noch
Oder braucht Owe einen Blattstein? Ich weiß gar nicht. Ich bin mir eines war ein Blattstein. So, ja, ich denke auch, dass es einen Blattstein noch braucht. Aber das ist kein Problem, würde ich mal sagen. Du hast es Omega genannt, oder? Ja, es heißt Omega. Ja. Nice. Genau, zurück. Und dann wird mein kleines Omega trainiert. Mutti, du brauchst eigentlich nicht mehr den Dings-EP-Teiler. Du bist eh schon Level 12. Du hast mehr Level als fucking Toxel. Du fängst mit Level 4 an. So. Okay. Pokémon. Omega. Also bist du jetzt zurück in die Dings gegangen? Zur Stadt? Ja, im Pokémon Center. Ich gehe jetzt weiter. Cool. Das waren ja ein Mega, ey, Alter. Hier in dieser Höhle ist ein fucking Pudogs. Pudogs, geil. Okay, next one. Ein Turtok. Ich hätte einen Turtok kriegen können. Oh Mann. Back, 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 bing. Hätten Legendary kriegen können. Nice. Ja, aber Torbots ist nicht so gut, finde ich. Das ist so, Meta. Go. Hello. Next Trainer. Wir akzeptieren Herausforderungen überall. Das zeichnet uns Trainer aus. Natürlich geht fucking. Come on. Okay. Cool Trainer, weiblich Scott. Cool Trainer, weiblich Scott. Ja. So. Na gut, dann. Ja, komm, ruckzucki. Volltreffer. Oh, einfach ruckzucki. Noxel, komm, hau auch mal einen Superschall rein. Ach, warum Giftwolke? Das ist nicht nett. Ich hab zum Glück Gegengift dabei, aber. Schon ein bisschen nervig. Toxo, hör auf, verwirrt zu sein. Ja, danke, Superschall. Okay. Aua, Kratzer. Tu dir selbst weh. Kaching. Okay, sollte ich vielleicht nice. Okay. Die hier rausschicken. Er macht einen kurzen Prozess mit dem Ding. Nice. Aua, Gift ist nervig, aber was will man machen? Ein Abra. Kann es schon Konfusion? Weiß gar nicht. Ich werde einfach mal Ruckzucki machen, weil Abra sollte anfänglich noch nicht so gefährlich sein. Es macht Teleport. Das finde ich geil. Okay, warte mal dann. Okay, wir akzeptieren raus darüber, was hält uns Trainer aus. Ja. Sag mal her, was du hast. Was haben du? Blim. Okay, das ist jetzt nicht so sehr das Problem, würde ich noch behaupten. Ja, Trank, glaube ich. Wobei, Trank ist jetzt nicht notwendig, ne? Also, ja, komm, einfach tackle. Yeah, fucking Volltreffer. Toxo hat, glaube ich, auch gerade einen Hass gegen alles und jeden hier entwickelt, deswegen fängt er an zu morden. Sehr nice. Yes, gift den nieder. Okay, next Pokémon, please. Oder Pokémon-Trainer. Um zu feiern, dass ich die Höhle überstanden habe, kämpfen wir jetzt. Alles klar. Okay, Servant Mark. Ein Macho-Fucking-Mai, das gefällt mir gar nicht. Aber das ist kein Problem, denn ich habe Putti an meiner Seite. Let's go, Putti. Ganz Konfusion. Was ist los? Das ist nice. Okay. Ja, ist nicht sehr effektiv zum Glück. Okay. Konfusion Action. Giftet. Okay, Kompass. Ja, ist okay. Ist okay, nice. Ja. Bitte schlag dich selbst. Yeah. Nice. Okay, ja gut, das mach immer, ist kein Problem. Ja. Yeah. He's dead. Das ist gut. Yeah. Omega ist Level 8. Nice. Und Putti kriegt auch noch sein Level. Vielleicht nicht. Okay, doch nicht. So. Setz dir einfach Brille ein, was willst du mich?
trotzdem. Nein! Ich bin in Erzlingen angekommen, Mann. Yeah. Warum setzt du Brille ein? Nein, du wirst nicht einfach jetzt gegen Omega battlen. Das gibt's nicht. Das erlaube ich nicht. Bitte. Ich gleich schon wieder Biss. Okay. Ne, ich verpiss mich. Tschüss. Ich werde mich ein bisschen in Erzlingen jetzt ein bisschen umschauen. Und ja, dich auch das Pokémon Center suchen. Da ist es. Omega Level 6. Man, Esteban. Esteban? Lustige kommen. Also. Ja, mein Trainer hieß Esteban. Man, Esteban, bitte. Besser kämpfen wir jetzt. Das ist die Höhle, ich verstand. Du bist nicht mal außerhalb der Höhle. Okay, jetzt haben wir her. Artisan Joe. Altaria? Okay. Altaria, jo. Säure habe ich jetzt auch gelernt. Nice. Das ist natürlich jetzt Gesang. Oh, es ging Gesang daneben. Mir ist aufgefallen, ich habe ausgerechnet ein Jan Mega, das nicht Temposchub kann. Das ist irgendwie dämlich. Naja, egal. So ist das. Ich glaube, ich werde mal kurz speichern, nur um sicher zu gehen. Ja. Man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Macht das auch besser nach dem Kampf. Ja. Da bitte. Ist mir egal, dass du nicht vergiftest, aber hier. Altaria ist tot. Nice. Omega Recht Level 7. Nice. Omega Land Reflektor. Ich denke, man kann wohl mit der Niederlage gedenken. Ja. Okay, ich speichere eigentlich hier und jetzt. Einfach nur für den Fall der Fälle. Okay, lol. Babadam. Bam. Gott, ja, ich weiß. So. Okay. Ja, hat bei mir auch lang gedauert. Ja. Nein! Ah, oh, ist nur ein Trainer! Also kann ich sagen, du musst es sofort ändern. Hier, Pokémon Arena! Nein, ich will nicht! Ja, ist bei mir auch passiert. Da ist auch der Psycho. Den will ich nicht. Na, fein. Nein, zuerst wollen wir mal das Pokémon Center. Wo ist das? Ach, da ist es. Okay, Arena-Leiter ist in die Mine gegangen, okay. Kann der Mine eigentlich Pokémon fangen? Was? Weißt du das doch? Kann man in der Mine eigentlich Pokémon fangen? Weiß ich gar nicht, nee. Ja, aber warte mal, Erzeling hat keinen kleinen Teich, oder? Wo man angeln könnte. Nee, leider nicht, scheinbar. Okay, von oben. Ja, alles klar. Ich meine, das mit Haus Kohle hier. Auf du und so weiter. Gut, der 207 gäbe es hier zwar, okay. Ja, gibt es 8 Arena-Leiter. Ja, blablabla. Das ist für dich. Ja, bla. Stein. Okay. Ja. Ich bin einen normalen Trainer zu vergleichen. Darfst du. Eieiei. Ei, ei. Mal schauen hier. Ja, mein Tote, ich gegen diese. Ich will alle achten nur auf mich, blablabla. Ja, schön für ich dich. Ich habe einen Fensterball bekommen. Nice. Nice. Geh ich mal hier runter, holen wir mal das Item, was hier unten ist. Ah, hallo. Gifttafel, okay. Das ist der Stand dieser Tafel aus einem Splitter. Okay. Kannst du weggehen? Ich will doch nur das Item hier. Schützer. Ja. Okay. Ja, bitte mal weg. Die falsche Taste drücken. Der Typ steht vor der Tür. Ich will da raus. Hallo. Geht doch. Nein. Attacken von Gift. Gift. Okay, Tox, du bekommst das, weil du benutzt Gift-Attacken. Ich habe keinen Macholo. Eine Art Schutzverrichtung. Steif und schwer. Wie viel Stück eines bestimmten Pokémon? Ah. Soll ein Pokémon zum Tragen geben und dann tausche ich es und dann entwickelt er sich. I see. Okay. Mal gucken. So, hier ist die Mine.
Ist das die Mine? Also ich rede mit den ganzen Leuten und hoffe, dass ich irgendwas bekomme. Sitzt ja weiter. Okay. Dem Typen muss ich ein Pokémon namens Kleinstein sein. Ich hab keinen Kleinstein. Schlaghau, mach hallo, Schlaghau, die Felsen weg. Achso, ja, ist in die Mine gegangen. Geht der Björn hier, nehmen einen hier von. Oh, ich habe einen Supertank bekommen. Ja, geil. Thank you. Wenn ich mich gesund und munter fühle, muss ich ständig lernen und das macht mich glücklich. Ah, das Leben macht mich glücklich, Mr. Claudio. Ja, das ist super. Das finde ich nett. In diesem Bergschmuck-Design, das nennt man Abraumhalde. Das ist ein Abfallprodukt, das steht, man Kohle abbaut. Das Erzeling Bergbaumuseum. Cool, ja. Ich könnte, warte, das Bergbaumuseum, da kann ich ja noch meine Fossilien machen, ne? Ich habe ja einen fossilen Altbernstein, aber du hast ja keins. Nein. Deswegen, ja, bin ich verboten. Erzelingmine. Wunfobeere. Okay, in der Mine gibt's Pokémon. Ja, hast du gerade mit diesem Typen geredet, oder wie? Nein, ich bin gerade in die Mine rein. Ach, ich habe Polygon 2. Oh, das ist nice. Okay. Ich bin noch nicht in der Mine. Ich werd hier gerade ein bisschen rumlaufen. Kannst es schon mal fangen. Wo ist denn die Mine eigentlich? Nördlich oder südlich von... Südlich. Südlich. Okay, dann gehe ich da auch mal hin. Okay. Muss ich zuvor mit Daniel darüber reden, oder? Nein, ich bin auf der Suche unter. Fuck okay, Daniel. Gut. Okay, super. So, dann auf geht's. Bam, bam, badam, babadubum. Ach, da ist sogar das Zeugs, was du meintest. Oh, du hast so und sowas gefunden. Ich hab mich schon gewundert. Ja. Ich hab eine Lützibeere. Okay, was auch immer das ist. Und, was ist das? Ein Schlauglas. Irgendwie habe ich das Gefühl, die Items sind scheiße. So, was eine Lützibeere? Hebt den Angriffswert eines Pokémons in der Notlage, das ist nicht schlecht, gebe ich dann mal Omega. Du darfst die haben. Was ist Schlauglas? Okay, ein Item zu tragen, diese dicke Brille verstärkt auf Spezialangriff basierende Attacken. Das ist auch nicht verkehrt. Toxel. Was hast du nochmal? Ein Machtband. Was macht Machtband nochmal? Ich hab's vergessen. Ich werde es jetzt einfach mal kurz austauschen. Ach, erhöht die Verteidigung. Ach so, ja gut, dann darfst du den Spezialangriff bekommen. Angriff ist die beste Verteidigung und dann passt das. So, warte mal. So, Vorsicht, fleißige Pokémon. Dann werde ich mal da reingehen und mir was holen. Auf geht's. Was habe ich? Gestein. Also oh, ein Schneckmack. Ich habe einen Schneckmack. Not bad. Das ist nicht verkehrt. Tackle. Ja, mach doch deine blöde Umwandlung, mein Freund. Ich verwirre dich währenddessen. Nochmal Tackle, bitte. Bitte kein Volltreffer, bitte, 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 bitte. Okay, perfekt. Okay, Omega ist zwar eingeschlafen, aber meine Güte. Ja, es ist das Einzige. Den Finsterball. Oh fuck, ich nehme den Finsterball, let's go! An dem Klammern sollte es noch tun und dann. Ich hab das Schneckmark. Yeah. Ja, jetzt okay, muss ich nur hoffen, dass Porygon auch. Ja, okay. Netter Boy ist. Ich hab 8 Pokebälle. Okay, Schneckmark. Sein Körper besteht aus Magma. Bleibt es nicht ständig in Bewegung, kühlt es aus und verhärtet. Warte mal, Schneckmark einen Spitznamen geben? Ja. Was meinst du, wie wir es nennen sollen? Porimak? Schneggon? Schneggon willst du. Weiß ich nicht. Das wird nur zu einem Mekargo. Ich würde Schneggon sagen. Also. SCH. N. E. Warte, Schneggon. Einige, die Verteilung hochzumachen. Ich will nur auf Rot kriegen. Bessere Fangchancen. Wobei es ist okay. Cooler, dann dürfte der Crit hoffentlich nicht. Ich hab's jetzt mal Schneggon. Ausfallen.
Schneggon genannt, mit 2G. Okay. Weil, ja. Schneggon? Ja, Schneggon. Okay. Mit 2G, wie gesagt. Okay. Ach, steht es halt alles nur, wie sich Porygon verhält mit meinen 7 Pokébällen. Ich hoffe mal gut. Hä? Hey? 3? Ja! Nein! Was? Nicht, ist nach, wolltest du nicht 3? Ja, 3 Wackler und dann ist es ausgebrochen. What the fuck? Ich hasse sowas. Come on. Hallo. Willst du mich verarschen? Ich hab eine Idee. Oh nein. Ja, aber ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Warte, okay. ich habe doch noch jemanden. Omega! Du hast Hypnose! Help me! Oh ja, das wird auf jeden Fall helfen. Ja. Sollte zumindest helfen. So, okay, gut. Dann, so. Wenn Omega mal seine Hypnose treffen würde, das ist kein Problem. Come on! So, mag scharfes Essen. Hinterhältig bedeutet Spezialangriff ist hoch, ja. Ist das Sleepy Boy now? Ich bin jetzt nicht so begeistert von Schneggon bisher, aber naja. Ja, was will man machen, ne? Kann bisher nur Smog, der Gute, aber. Oder, warte, bist du ein Weibchen? Nee, du bist ein Männchen. Wow, mein erstes Männchen. Okay. So. Hast du's? Ich hab's. Nice. Das freut mich. Ja, Schneggon. Ein Porygon 2 ist viel besser als ein Schneckmark. Ich hab irgendwie nur so Baby-Pokémon außer Omega. Omega ist halt ein fucking Gun-Mega. Trotzdem.